Wir gehen hier mal rein und gucken uns das neue Auto von Luciano an. Das Auto, das einer der erfolgreichsten deutschen Rapper dieses Landes bekommt. Welches Auto das ist? Ihr seid so unlustig. Ist und vor allem welcher Rapper es ist, das erfahrt ihr jetzt. Let's go. Leute, dazu gehen wir jetzt hier in die Edelschmiede. Dort steht das Auto. Hier steht ein RS Corte in grün. Der schaut auch sehr geil aus. Komm mal mit und ich zeige euch, was für die Schmiede ist. So, für alle, die nicht wissen, wo wir hier sind, das hier ist unsere Edelschmiede. Das ist ein Raum, den wir gebaut haben, um besondere Fahrzeuge auszuliefern, um besondere Kunden zu treffen, um eine schöne Zeit zu haben. Hier steht etwas Geschichte. Das ist nämlich unser Ab, das wir auf den Markt gebracht haben und das jetzt dann bald in Richtung Berlin zu einem Rapper fahrt. Ich glaube, es ist relativ selbsterklärend, dass wir sehr viele verschiedene Kunden haben aus aller Welt. Danke. Darunter sind natürlich auch Musiker, darin sind auch Fußballer, sehr, sehr hochkarätige Namen, nicht jeden kann man nennen. Aber in dem Fall ist es eine sehr, sehr coole Geschichte, denn dieses Auto wird zu meiner Meinung nach einem der aktuell besten deutschen Rapper gehen, nämlich zu Luciano. Das ist sehr, sehr geil, denn ich glaube, Rap ist schon was, was mich selber schon seit vielen Jahren beschäftigt. Ne? Angefangen mit dem 4 Uhr nachts Videodreh bei Sido und Savage. 4 Uhr nachts auf der Avus, AMG ab und Parus. Mit Kool Savage bin ich selber sehr gut befreundet. Der hat für unser GTA Real Life Video einen eigenen Track gemacht. Mein Leben ist wie GTA Real Life, wer mordet es packt. Ihre Seelen fliegen in den Himmel, all the way up. Ich habe mit ihm schon im Stangelwirt gerappt. Oh yeah, oh yeah, this is a... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und über die Jahre habe ich einfach viele Leute da kennengelernt. Vor 2 Jahren saß ich mal mit Capital Bra in Berlin im Restaurant, wollten unbedingt ein Auto haben. Es war eigentlich schon eingetütet, das Auto war auch eigentlich schon da, hat aber leider nicht geklappt. Gehört auch dazu, ne? Daniel hat echt schönes und volles Haar. Nein, Daniel Abt hat auch Haarausfall. Jetzt ist es raus. Bei ihm ist es aber nicht hier vorne an den Geheimratsecken, bei ihm ist es hinten am Hinterkopf, Digga. Auch mal so, aber jetzt bin ich mir sehr sicher, dass es klappt. Luciano auf jeden Fall ein absolut... Falsch? Nein, ich habe selber mit meinen eigenen Augen gesehen. Mega Typ, habe ihn mal kennengelernt auf einem Konzert in Köln. Seitdem sind wir ein bisschen in Kontakt geblieben. Auch Grüße an Javier, sein Manager, der das Ganze hinter den Kulissen einfädelt. Und somit weiß ich... Nein, Chat, ich bin nicht neidisch, der hat Haarausfall. Natürlich, dass die Rapper über die letzten Jahre auch immer mehr Bock bekommen haben auf Audis. Luciano zum Beispiel, glaube ich, hatte den RSC. Mal, kurze Frage, Chat. Was findet ihr schlimmer bei Haarausfall? Also wenn ihr jetzt entscheiden könntet, würdet ihr lieber hier Haarausfall haben oder hier im Hinterkopf, Digga? Vorne oder hinten? Nee, da muss ich euch widersprechen, Chat. Ich finde, hinten ist schlimmer als vorne. Weil hinten... hast du doch einfach dann so ein Loch auf dem Kopf, Digga. Versteht ihr? Danke. Hinten hast du ein Loch. Das ist ja dann wie so ein Loch. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Da gibt es einmal den Haarausfall, den ich habe. Da kommen die Geheimratsecken. Und dann gibt es einmal den Haarausfall, Digga. Und ich bin ganz offen und ehrlich, also da finde ich sowas besser als sowas. Da ist der da deutlich entspannter als der da. Und wenn du halt dann sowas hast, dann bist du am Arsch. Und ich hoffe, bei mir kommt es nicht so weit, Digga. Gott verdammt. Scheiße, Alter. Das ist ein Nacktmull.